Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich freue mich, heute Helmut Holter in unserem Schweriner Studio begrüßen zu dürfen. Helmut Holter ist in Mecklenburg-Vorpommern kein Unbekannter. Helmut Holter war hier ganz lange in der Politik in Mecklenburg-Vorpommern aktiv, war Arbeitsminister, auch in zwei Legislaturperioden auch. Und hat hier im Land damals, das war in den, bis 2006 waren Sie Arbeitsminister, genau. Haben Sie wirklich einiges bewegt hier auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben aber immer noch, sind jetzt in Thüringen, sind jetzt Kultusminister gewesen in Thüringen. Wie war die genaue Bezeichnung? Minister für? Ich bin Minister für Bildung, Jugend und Sport. Bildung, Jugend und Sport. Kultur war nicht dabei. Kultur war nicht dabei, das ist in Thüringen getrennt worden. Also Kultur und Wissenschaft sind abgetrennt worden. Ich bin für Kindergärten, Schule. Für die Jugend, also Kindeswohl, Landesjugendamt gehört zu mir und den ganzen Bereich des Sports. Ganz spannend, also in Thüringen, gerade natürlich mit Erlebnissen natürlich aus einer, wenn man so will, wie gesagt, demokratischen Lehrstunde, so nennen wir das mal, irgendwie natürlich hier auch nach Schwerin gekommen. Aber erstmal natürlich der Bezug zu Schwerin. Warum immer noch Schwerin? Sie haben Ihren Wohnsitz hier nie aufgegeben. Nein, da habe ich wirklich nie aufgegeben. Ich wollte nach meinem ersten Studium schon immer nach Schwerin. Na gut, zu DDR-Zeiten hatte man nicht die Wahlfreiheit, man wurde eingesetzt, da landete ich in der Uckermark. Als ich dann nach der Wende 1991 die Chance hatte, nach Schwerin zu kommen. Was haben Sie damals gemacht? Damals, nach dem ersten Studium? Ja. Ja, ich habe ja Betontechnologie studiert und wir haben ein industrielles Versuchswerk aufgebaut. Das gab es in Weißrussland und in der DDR, das ist in der Uckermark im damaligen Landkreis Templin. Aufgebaut worden, das habe ich dann geleitet und später bin ich in die Politik gegangen. Ja, Sie wollten schon immer Schwerin, weil Sie einen Bezug hatten zu Schwerin, hier waren Ihre Großeltern, haben hier gelebt. Genau, also ja. Schwerinerseits, ein Großteil meiner Familie lebte hier und lebt nach wie vor hier und meine Großeltern waren hier und ich habe viel Zeit meiner Kindheit hier bei meinen Großeltern und später bei meinem Opa verbracht und Schwerin ist mir ans Herz gewachsen. Ich bin durch und durch Mecklenburger und ich bin froh, in Schwerin zu sein und auch wieder zurückzukommen. Ja, aber Erfurt ist doch auch schön. Erfurt ist auch schön. Ich werde ja mal gefragt, was ist nun besser, Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen oder Schwerin oder Erfurt. Kann man nicht vergleichen. Jedes Land hat seinen Reiz und jede Stadt hat ihre Reize. Aber ich bin hier verwurzelt und meine Heimat ist hier. Sie möchten auch wieder zurückkommen, würde ich natürlich am Ende normalerweise fragen, auch wieder hier politisch aktiv werden? Das hängt davon ab, welche Angebote es gibt. Ich meine, ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo man auch beruhigt in den Ruhestand gehen kann. Aber ich bin ja... Nochmal zur Information, Sie sind jetzt 71. Genau, ich bin jetzt 71 und ich bin ja von frühester Jugend an immer politisch aktiv gewesen. Ohne Politik kann ich mein Leben nicht vorstellen. Mal schauen, was sich alles so ergibt. Aber erstmal muss ich meine Amtsgeschäfte in Thüringen zu Ende führen. Ja, vielen Dank nochmal, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Auch natürlich jetzt natürlich Thüringen. Thüringen, ich habe es gesagt, Lehrstunde in der Demokratie. Natürlich, wenn man so will, auch vielleicht ein Schreckbild natürlich für unsere Demokratie, was da passiert ist jetzt in den letzten Wochen, Monaten. Die AfD ist dort mit 32,8% gewählt worden. Eine Partei, die man als rechtsradikal und durchaus den Vorsitzenden in Thüringen, Björn Höcke, als Faschisten bezeichnen darf. Wie ist das zustande gekommen? Wie erklären Sie sich das aus der Thüringer Perspektive? Na, es gibt da mehrere Momente. Also seit 2014 regiert ja Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow. Also Rot-Rot-Grün, Linke, Grüne, SPD. Das war die Koalition gewesen bis zur Landtagswahl am 1. September 2024. Das war die erste Dreierkoalition in Deutschland, die erfolgreich regiert hat. Dann nach der Kemmerich-Wahl haben wir eine Minderheitsregierung gebildet, auch wiederum mit Bodo Ramelow an der Spitze und haben unter anderem auch mit Unterstützung der CDU 146 Gesetze durchgebracht in meinem Bereich, unter anderem ein neues Schulgesetz, ein neues Kindergartengesetz und das waren langwierige Verhandlungsmarathons, aber am Ende haben wir das gemeinsam durchgebracht. Aber parallel dazu hat sich eben ja, die AfD entwickelt und sie wird ja in Thüringen vom Verfassungsschutz beobachtet und wie Sie schon sagten, Björn Höcke darf man ganz offiziell als Faschist bezeichnen. Ist ja auch so, er ist ja auch mehrfach vor Gericht gezerrt worden für Aussagen, SA-Parolen und andere Dinge, die er dort auf Veranstaltungen getätigt hat. Das hat also zur Auseinandersetzung geführt im Parlament, in der Öffentlichkeit. Und wir wissen ja, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat und die AfD ist neben dem faschistischen, rechtsextremistischen Ansatz natürlich auch eine populistische Partei und hat dadurch viel Zuspruch gewonnen. Ja, das
legt ja den Finger in die Wunde, durchaus berechtigt an vielen Stellen vielleicht auch, aber natürlich mit dem Impetus natürlich, wie er in Thüringen gefahren wird, dass man Menschen ausgrenzt, dass man so ein völkisch-nationales Bild hat, entwickelt. Und Björn Höcke ja von 20 Millionen, 30 Millionen spricht, auf die man hier in Deutschland durchaus verzichten könnte. Remigration fordert dieses Wort letztendlich, abschieben, deportieren und so weiter und so fort. Wie sind Sie in Thüringen damit umgegangen? Und warum haben Sie natürlich auch ein Stück weit, wenn man so will, versagt, obwohl Sie ja gute Politik auch gemacht haben in der Landesregierung? Ja, wir haben wirklich erfolgreich Politik gemacht unter den beschriebenen Bedingungen. Wir haben Haushalte jedes Mal durchgebracht mit Unterstützung der CDU. Klar, das wurde dann auch geben und nehmen ausgehandelt, versteht sich von selbst. Aber das Land ist handlungsfähig geblieben. Ja, und seit 2015 gibt es die Migrationsfrage, die uns ganz intensiv beschäftigt, aber nicht nur. Dazu sind die weltpolitischen Ereignisse wie Ukraine-Krieg oder auch die Auseinandersetzung im Nahosten dazugekommen. Und die Fluchtbewegung hat ja auch nicht aufgehört, sondern hat sich immer wieder weiter fortgesetzt. Ich kann das eben am Beispiel von Schulen deutlich machen. Wir haben eben in vielen Schulen und in vielen Städten und ja, richtige Wartelisten, dass zugezogene Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen können. In Thüringen muss man nach 3 Monaten dann also auch die Schulpflicht erfüllen. Wir können aber nicht im Moment, zum Beispiel in der Stadt Gera, jedem nach 3 Monaten sofort einen Platz in der Schule anbieten. Das sind die Herausforderungen, das nutzt die AfD. Natürlich das allgemeine Lebensgefühl, die Verunsicherung, die für die Menschen damit einhergehen. Also in Erfurt gibt es den Anger, das ist so vergleichbar wie der Marienplatz. Da erlebt man die gleichen Situationen und da setzt die AfD drauf und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, also auch die AfD zu dämonisieren und deutlich zu machen, dass sie eine verfassungsfeindliche Partei ist. Nochmal zur wirtschaftlichen Situation in Thüringen. Die war ja auch nicht so schlecht. Es gab ja viele kleine mittelständische Betriebe natürlich. Oder gab es in erster Linie auch die verlängerten Werkbänke? Das heißt, Unternehmen aus dem Westen, die dann in Thüringen nur produziert haben. Das Problem haben wir ja in Mecklenburg-Vorpommern hier auch ein Stück weit. Ja, sowohl als auch. Also Thüringen ist ja auch ein Automobilland, also Eisenach schon immer, also aus Tradition. Opel wurde dort hergestellt, ist ein Standort, in dem Sinne verlängerte Werkbank. Das hat jetzt auch dazu geführt, durch die Krise in der Automobilindustrie, dass dort Arbeitsplätze abgebaut wurden. Es hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder Entscheidungen gegeben, zu schließen, denn es geht ja auch um Zulieferer. Es geht ja nicht nur um die Endproduktion von Autos, sondern es geht ja auch um viele Zulieferer, die sind davon betroffen. Aber auf der anderen Seite ist Thüringen klein und mittelständisch so aufgestellt, top. Viele Weltmarktführer, die haben Unternehmen, Filialen in den USA, in der ganzen Welt und darüber wird viel zu wenig gesprochen in der Öffentlichkeit. Also Thüringen kann durchaus stolz sein auf das, was sowohl wirtschaftlich, aber auch kulturell, ich meine, das Land der Dichter und Denker, ja, also da kann man so richtig drauf bauen, aber das wird alles ausgeblendet. Man lebt in der heutigen Zeit und das Heutige ist bestimmt eben auch die aktuelle politische Situation und die Stimmung der Menschen. Gerade in Thüringen könnte man ja auch sagen, Land der Dichter und Denker, auf der anderen der Richter und Henker. Ne? Es war ja sozusagen das erste Bundesland, was in den 20er Jahren schon faschistisch regiert wurde mit. Wir haben Weimar, wir haben natürlich auch dann Konzentrationslager in Weimar und so weiter an der Stelle, wo natürlich Goethe und Schiller gewirkt haben. Das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Uns geht es nochmal um das Thema, Sie haben das ja erlebt, sozusagen die erste Landtagssitzung, Konstituierung des Landtages in Thüringen. Wie haben Sie das erlebt und was waren Ihre Eindrücke? Ja, das war ja ganz spannend. Also Sie hatten schon das Wahlergebnis der AfD genannt. Damit hat die AfD ein Drittel der Stimmen. Damit hat sie die Sperrminorität. Also Verfassungsänderung ist nicht möglich. Ohne AfD Richterwahlen sind ohne AfD nicht möglich. Es geht auch um die Besetzung von solchen Gremien wie Parlamentarische Kontrollkommission, was in der Vergangenheit immer ausgeblendet wurde. Also eine verfassungsfeindliche Partei in die Parlamentarische Kontrollkommission zu bringen, passt irgendwie nicht zusammen. Das sind also spannende Momente. Und nun ging es um den Alterspräsidenten, der kam von der AfD. Und da war eben die spannende Frage, was macht der Mann und wie wird er die konstituierende Sitzung des Landtages führen.
Das war schon aufregend, also für alle Beteiligten, und war auch spannend, weil er hat natürlich mit seiner ersten Rede erstmal klare AfD-Positionen auch benannt und ganz klar mit allen Unterbrechungen, die da passiert sind, nochmal deutlich gemacht, dass er erstmal sein Ding sozusagen durchzieht, hat damit nochmal AfD-Politik vertreten. Am Ende ist dann der Verfassungsgerichtshof in Thüringen angerufen worden, und am zweiten Tag, das eine war am Donnerstag, das andere war am Samstag danach, ist dann regulär die Sitzung abgelaufen und der jetzige Präsident Thaddäus König von der CDU als Landtagspräsident auch mit den Stimmen der Linken gewählt worden. Erst nachdem das Verfassungsgericht eingeschritten war und entschieden hat, konnte überhaupt ein Wahlen stattfinden. Wahlen auch zum Landtagspräsidenten und so weiter und so fort. Und das wollte die AfD ja an dem Tag auch ein Stück weit verhindern und ihre Kandidaten durchsetzen. Ja, genau. Es ging immer darum, ist ja bisher immer Usus gewesen, dass die stärkste Fraktion auch den Präsidenten stellt oder die Präsidentin. Das hat die AfD für sich in Anspruch genommen, hat eine Abgeordnete dort aufgestellt. Und die anderen Parteien, alle anderen Fraktionen wollten das genau nicht. Das sollte verhindert werden durch Änderung der Geschäftsordnung. Und das war der sozusagen Casus Knactus, an dem sich die ganze Diskussion dann auch festgemacht hat. Frage natürlich nochmal, warum wurde das nicht im Vorfeld, man hat es ja gesehen, man hat es ja diskutiert, warum wurde das nicht im Vorfeld verhindert durch entsprechende natürlich Festlegung des Parlaments? Die Frage, die ist sehr gut. Es gab diese Initiativen. Und zwar ging die Initiative in dem Fall konkret von der Fraktion Bündnis 90 Grüne aus und gesagt, lass uns doch die Geschäftsordnung ändern, dass dort nicht festgeschrieben ist, dass die stärkste Fraktion den Präsidenten, die Präsidentin stellt. Das hat die CDU verhindert. Also man ist sehenden Auges ein Stück weit sozusagen da reingerammelt. Die CDU hat verhindert, dass die Geschäftsordnung geändert wird, obwohl schon abzusehen war, dass es so eintreten wird. Und dann hat man eben das Dilemma. Und dann ist es eben zu diesem Crash in der konstituierenden Sitzung gekommen. Ja, wie geht es jetzt weiter sozusagen in Thüringen? Noch ist die Regierung ja im Amt. In Thüringen muss man eine Besonderheit herausstellen. Es gibt keine Frist, bis wann eine neue Regierung gebildet sein muss. Wir hatten das 2019 nach der Landtagswahl auch schon mal, dass wir lange geschäftsführend im Amt waren. Und dann kam am 5. Februar 2020 die Kemmerich-Wahl. Das ist ja auch hier in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Dann gab es einen Monat Auszeit und am 4. März 2020 ist dann Bodo Ramelow als Ministerpräsident erneut gewählt worden und die Regierung hat ihre Arbeit fortgesetzt. Jetzt ist es so, dass wir mit der Konstituierung des Landtages geschäftsführend sind, alle Ministerinnen und Minister. Wir haben aber keine Koalition mehr. Der Landtag wird jetzt Mitte November erneut zusammentreten. Ob jetzt die Koalitionsverhandlungen, die noch gar nicht aufgenommen wurden, zwischen CDU, BSW und SPD erfolgreich sind, ich weiß es nicht. Für mich ist das alles eine unbestimmte Zeit und ich weiß auch nicht, wie lange ich und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen im Amt bleiben. Ja. Was sind die Lehren sozusagen auch für Mecklenburg-Vorpommern? Wir haben ja in Mecklenburg-Vorpommern erst 2026 Wahlen, aber was würden Sie unabhängig natürlich von Ihrer politischen Mitgliedschaft in der Linken, was würden Sie den Parteien empfehlen, in Mecklenburg-Vorpommern natürlich auch vielleicht Vorsorge zu treffen? Das heißt, wenn hier die AfD auch in ähnliche Werte erringen sollte, was ich nicht glaube übrigens. Die Älteren in Mecklenburg-Vorpommern, da meine ich jetzt auch ganz bewusst die Politikerinnen und Politiker, die 10 Jahre NPD im Landtag miterlebt haben, und ich habe sie miterlebt, sollten sich daran erinnern. Es ging immer darum, auch zu verhindern, dass diese Faschisten in eine Märtyrer-Ecke sich stellen können. Darauf haben sie es ja angelegt. Und auf der anderen Seite, jetzt ist ja auch hier die AfD aktiv, wir nennen das in Thüringen die Normalisierung des Faschismus, muss man darauf achten und das auch verhindern, dass also auch faschistische Aussagen, Losungen, Auffassungen zur Normalität werden. Wir müssen alle mal auf unseren Sprachgebrauch achten, ja, alle meine ich jetzt auch in der Gesellschaft. Da geht es auch darum, dass die demokratischen Kräfte, sage ich ganz bewusst an alle demokratischen Kräfte, sich nicht der Rhetorik der Faschisten bedienen und damit der AfD, sondern ganz bewusst auch deutlich machen, dass sie ihre demokratischen Positionen vertreten und verteidigen. Das ist das eine. Das zweite ist, sie müssen immer auch sehen, wo die Demokraten zusammenstehen müssen gegen die AfD und diejenigen, die also ein anderes Staatswesen wollen. Ja, und ein anderes Staatswesen, das wird ja sozusagen auch kaschiert. Man sagt, man nennt das Systemwechsel oder am besten noch mit englischen Begriffen System Change von rechts und so weiter. Man ist so ein Deckmantel, auch Remigration ist ja ein schönes Wort eigentlich irgendwie. Ist ja auch auslegbar, der eine sagt irgendwie, wir wollen ja nur, dass die Deutschen zurückkommen. Aber im Grunde bemäntelt man damit etwas, was ganz klare Strategie auch ist der Partei.
Also Höcke hat in Thüringen in mehreren Interviews ganz klar und auch Reden im Landtag deutlich gemacht, Migration, dass also der Ausländerinnen und Ausländer abgeschoben werden müssen, und das in Größenordnung. Das kann er in einem Bundesland alleine gar nicht machen, er verspricht es aber. Das Zweite ist, er hat für den Bereich Schule ganz klar gesagt, Inklusion, gemeinsamer Unterricht von Kindern mit Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung findet dann nicht mehr statt. Genauso sollen auch migrantische Schülerinnen und Schüler separiert werden und viele, viele andere Dinge mehr, die wirklich auf so eine Deutschtümelei und auf Nationalismus setzen. Und das ist also mit unserer heutigen Welt nicht vereinbar, auch in dem Zusammenhang, dass wir natürlich ausländische Arbeitskräfte brauchen, weil wir ein Fachkräfteproblem und Arbeitskräfteproblem haben. Ja, also von hier aus nochmal der Appell natürlich an alle politischen Parteien der Mitte oder der demokratischen Parteien, natürlich auch da zusammenzustehen und zusammenzuarbeiten, um natürlich möglichst rechtsradikale Faschisten zu verhindern. Es geht darum, dass die Demokratie wehrhaft ist und dass wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Und da darf es dann auch nicht das Parteibuch sein, sondern muss es dieses Grundprinzip sein. Wir stehen alle auf dem Grundgesetz und damit müssen wir das Grundgesetz verteidigen. Ja, nochmal ein anderes Thema, Herr Holte. Was hat die Linke falsch gemacht, dass BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, natürlich so stark ist und natürlich auch teilweise dafür gesorgt hat, dass die Linke nicht mehr in Landesparlamenten vertreten ist, wie zum Beispiel in Brandenburg? Genau, also wir haben in Brandenburg sind wir nicht mehr vertreten, in Sachsen sind wir nur reingekommen, weil es dort solche Lösungen gibt, wenn die jeweilige Partei zwei Direktmandate gewinnt, ist sie in den Landtag eingezogen. In Thüringen haben wir mit dem Ramelow-Effekt, das muss man sagen, also Bodo Ramelow hat ja nach wie vor eine große Zustimmung. Ich empfinde auch viel Zuspruch, aber Bodo Ramelow ist eben der Entscheidende an der Spitze und dadurch sind wir dann auf etwas über 13% gekommen. Das ist natürlich nicht das, was wir mal hatten, 30 und 31%. Was haben wir falsch gemacht? Also das eine ist, die gesamte Situation in Deutschland hat sich so verändert, dass sich unwahrscheinlich viel Frust und Wut der Menschen aufgebaut hat, auch angesichts der Ampelpolitik. Die Analysen in Thüringen zeigen auch, dass es auch ein Abstrafen der Ampel in Berlin war. Und dann sind natürlich auch landespolitische Themen, haben auch eine Rolle gespielt. Aber dominierend waren diese bundespolitischen und die weltpolitischen Themen, die sich eben dort ausgedrückt haben. Was die Linke falsch gemacht hat, um das deutlich zu beantworten, ist, dass sie auf der einen Seite sich sehr viel um Minderheiten gekümmert hat und damit die große Mehrheit der Bevölkerung, gerade auch die arbeitende Bevölkerung, nicht mehr so im Fokus stand. Zumindest haben das die Menschen so empfunden und die Arbeit der Linken hat das nicht deutlich gemacht. Und dann musste sich auf ihre Kernkompetenz wieder besinnen und das auch mit dem Parteitag, der am Wochenende stattfindet, ja, den er stattgefunden hat. Genau. Heute am Freitag, 18. startet ja dieser Parteitag. Was wünschen Sie Ihrer Partei? Was wünschen Sie sich natürlich auch für Entscheidungen auf diesem Parteitag? Also meine These auch hier als Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern war immer, eine zerstrittene Partei ist kaum wählbar. Also die Linke muss sich auf ihre Kernkompetenzen verständigen. Das heißt, sie muss wirklich die Menschen in den Blick nehmen, die arbeiten bzw. nicht arbeiten können, um deutlich zu machen, ihnen eine Perspektive zu geben. So, und das hat aber was mit sozialer Kompetenz und auch mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Das muss man im Einzelnen ganz konkret durchdeknieren. Hat auch was mit Entwicklung bei Mieten zu tun, bei Energie und also allgemeine Preissteigerung. So, natürlich muss man auch um die Minderheitenrechte kämpfen. Das ist, versteht sich von selbst. Aber ich glaube, wir müssen die große Mehrheit der Bevölkerung im Sinne auch von Kümmererpartei, was wir mal waren, wirklich wieder in den Blick nehmen. Das ist entscheidend. Und was wünsche ich meiner Partei? Dass sie zusammensteht, dass sie sich darauf verständigt, dass sie sich hinter den jetzt zu wählenden Vorsitzenden Jan van Aken und Ines Schwertner tatsächlich versammelt und die ganzen Streitereien zwischen Flügeln und Flügeln und Gruppen und was wir da alles so im Einzelnen haben, das zurückgestellt wird, sondern gesagt, der Gebrauchswert der Linken in der Gesellschaft ist so unwahrscheinlich wichtig. Sollte die Linke im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein, dann verlieren wir als Gesellschaft das linke Korrektiv. Und das linke Korrektiv und auch die linken Positionen müssen natürlich im Bundestag vertreten sein, damit auch wieder in den Landtagen. Das ist für mich eine Voraussetzung, dass die Linke auch 2026 hier wieder in den Landtag einziehen kann. Ja, nochmal zum Schluss die Frage. Ich hatte ja am Anfang gefragt, was wird Helmut Holter natürlich in der nächsten Zeit auch politisch machen? Stehen Sie hier wieder zur Verfügung für den Landesvorsitz der Linken, neben zum Beispiel Henning Herbst? Also, man hat ja immer eine Doppelspitze hier. Ja, also. Erfahrene, zum Beispiel Herr Ritter und. Richtig. Also,
Ja, ich war jetzt über 7 Jahre in Thüringen, habe dort keine Parteiämter gehabt, habe mich voll auf mein Ministeramt konzentrieren können. Das ist auch gut so gewesen. Ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo ich in den Ruhestand treten kann. Also Ämter strebe ich nicht mehr an. Alles andere wird sich ergeben, wenn ich dann wieder da bin. Ich weiß ja nicht, wann das sein wird. Also politisch werde ich durchaus mitmischen, aber in welcher Art und Weise, ich kann es heute nicht sagen. Schauen wir mal, was da im Einzelnen auf mich zukommt. Ja, heute wünschen Ihnen viel Erfolg, natürlich auch in Thüringen noch bei der Abwicklung im Grunde der jetzigen Landesregierung. Wahrscheinlich wird man ja nicht sozusagen im Amt bleiben in Thüringen. Na ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Koalition, eine neue Koalition geben wird. Wie schnell jetzt die Parteien, sprich CDU, BSW und SPD, sich einigen und ob sie sich einigen, weiß man nicht. Wie gesagt, in Thüringen kann man endlos geschäftsführend bleiben und bleibt spannend. Und meine Planung geht erstmal sozusagen bis Weihnachten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf alle Fälle bin ich nicht nur, will ich das nicht nur, sondern ich bin verpflichtet, mein Amt bis zur Amtsübernahme einer neuen Regierung auszuüben. Ja, Herr Holte, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben hier in unserem Schweriner Studio. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie dran, wenn das nächste Mal heißt Interview der Woche.